ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Das sind meine Top 5 Widersprüche in der Bibel. Bevor wir dieses Video starten, möchte ich noch etwas anmerken. Mir geht es in diesem Video nicht darum, die Christen schlecht zu reden oder sie auf irgendeine Art und Weise anzugreifen. Mir geht es vielmehr darum, den Menschen die Wahrheit zu zeigen. Wir Muslime glauben an alle originalen Schriften, die herabgesandt wurden. Jedoch glauben wir auch, dass gewisse Schriften verfälscht wurden, wie zum Beispiel die Bibel. Eine Offenbarung, die von Gott kommt, muss fehlerfrei sein und darf keine Widersprüche beinhalten. Sonst ist dieses Buch nicht von Gott. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, welches wir glauben, dass das die originalen und unverfälschten Worte Allahs sind, diese folgenden Worte: Sie machen sich keine Gedanken über den Koran. Wäre er von einem anderen als Allah, so würden sie darin gewiss viel Widerspruch finden. Und heute werde ich euch meine Top 5 Widersprüche in der Bibel zeigen. Let's go! Wie starb Judas? In Matthäus 27,5 finden wir, dass er sich selbst erhängte. Denn laut Bibel heißt es, da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann lief er fort und erhängte sich selbst. Jedoch in der Apostelgeschichte 1,18 passierte folgendes. Judas wurde später zum Verräter. Von dem Geld, das er dafür bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Aber er fand ein schreckliches Ende. Kopfüber stürzte er zu Tode. Sein Körper wurde zerschmettert, sodass die Eingeweide heraustraten. Hier sehen wir einen deutlichen Widerspruch. Denn im ersten Vers in Matthäus erhängte er sich selber und im Vers der Apostelgeschichte stürzte er kopfüber, sodass seine ganzen Eingeweide zerschmettert wurden. Jetzt, was ist passiert? Hat er sich erhängt oder ist er gestürzt, sodass seine ganzen Eingeweide rauskamen? Dies ist ein deutlicher Widerspruch in der Bibel und somit kommen wir schon zum zweiten. Wie viele Seelen des Hauses Jakob kamen nach Ägypten? In Mose 46,27 heißt es laut Bibel, zählt man Jakob selbst, Josef und dessen zwei Söhne hinzu, die ihm in Ägypten geboren wurden, so kamen 70. In der Apostelgeschichte 7,14 heißt es jedoch, Josef ließ sein Vater Jakob und alle seine Verwandten nach Ägypten kommen. Insgesamt 75 Menschen. Wie viele waren es jetzt? 70 oder 75? Das ist ein klarer Widerspruch und somit kommen wir schon zum dritten. Hat Jesus sein eigenes Kreuz getragen? In Johannes 19,17 heißt es laut Bibel, sein Kreuz trug er selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort der Schädelstätte. Jedoch in Matthäus 27, Vers 31 heißt es laut Bibel, nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus ab zur Kreuzigung. Und im Vers 32 heißt es, auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen einen Mann aus Kyrene, der Simon hieß. Ihm zwangen sie das Kreuz zu tragen. Da sehen wir, in der einen Stelle heißt es, dass Jesus selbst das Kreuz getragen hat und in der anderen Stelle heißt es, dass jemand für ihn das Kreuz getragen hat. Das ist ein klarer Widerspruch und somit kommen wir schon zum vierten. In welchem Jahr der Regierungszeit des Königs Asas stirbt Baesa, König von Israel? In der einen Stelle, in 1. Könige 15,33, steht geschrieben, Bascha, der Sohn von Ahia, wurde König von Israel im dritten Regierungsjahr, König Asas von Juda. Er regierte 24 Jahre in Tirza. Zwischen ihm und König Asa von Juda herrschte Krieg, solange er lebte. Jetzt heißt es, im 2. Chronik 16,1, im 36. Regierungsjahr, Asas fiel König Bascha von Israel mit seinem Herr in Juda ein und baute die Stadt Rama zu einer Festung aus. Mit der Kontrolle über diesen wichtigen Knotenpunkt konnte er Juda von der Außenwelt abschneiden. Jetzt in dem 1. Vers heißt es, dass er 24 Jahre lang regierte. Das heißt, sein Leben dort war schon zu Ende. Jetzt heißt es im anderen Vers, dass er bis zum 36. Regierungsjahr noch irgendetwas machte, was sich total widerspricht, weil er ja schon im 24. Jahr gestorben ist. Also ist das ein gewaltiger Widerspruch und so kommen wir schon zum letzten. Wie alt war Asia, als er König von Jerusalem wurde?
2. Könige 8,26 steht geschrieben, seine Mutter hieß Athalia und war eine Enkelin von Omri, dem früheren König von Israel. Asia wurde mit 22 Jahren König und regierte ein Jahr in Jerusalem. Jetzt heißt es in einer anderen Stelle in der Bibel, im 2. Chronik 22,2, und da haben sie es sogar extra drin stehen, er wurde mit 42 Jahren König und regierte ein Jahr in Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalia und war eine Enkelin von Omri, dem früheren König von Israel. Hier sehen wir auch, dass sich diese Sache komplett widerspricht. Schon nur, dass die Bibel heutzutage mehrere Versionen hat und jede unterschiedlich ist, zeigt uns, dass da immer wieder Sachen verändert wurden, hinzugefügt wurden, rausgenommen wurden und dass diese Bibel, die wir heutzutage haben, nicht mehr die originale Bibel ist, die damals zur Zeit von Isa a.s. vorhanden war. Nämlich das originale Injil. Der Koran macht diesbezüglich keine Fehler. Der Koran ist frei von jeglichen Widersprüchen. Alles ist zu 100% korrekt und das Buch ist, seitdem es herabgesandt wurde, immer noch unverfälscht seit über 1400 Jahren. Und wieso? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der Surah Yusuf, Vers 2, wir haben sie als Koran auf Arabisch offenbart, auf das ihr sie begreifen möget. Und in Al-Qamar, Vers 17, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wahrlich, wir haben den Koran zur Ermahnung leicht gemacht. Gibt es also einen, der ermahnt sein mag? Und zum letzten Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Surah Al-Hijr, wahrlich, wir selbst haben diese Ermahnung herabgesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. Meine lieben Zuschauer, Geschwister, Christen, Juden, alle anderen Glaubensrichtungen, die es noch auf diesem Planeten gibt. Der Islam ist die simple Botschaft, nur einen Gott anzubeten. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Denn nur ihm alleine gebührt die Anbetung. Nur er alleine hat das Recht, angebetet zu werden. Und er hat immer wieder Propheten gesandt, die mit einer Offenbarung gekommen sind, mit der einen und selben Botschaft, nur ihn alleine anzubeten und ihm nichts gleichzustellen, an seine Propheten zu glauben, an die Engel, an die Schriften, an das Paradies, an die Hölle, an die Vorherbestimmung, sei sie gut oder schlecht. Ein Muslim ist jemand, der seinen freien Willen nur Allah subhanahu wa ta'ala hingibt. Und das hat Adam a.s. gemacht, das hat Ibrahim a.s. gemacht, das hat Musa a.s. gemacht, das hat Isa a.s. gemacht, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Also lasst uns zusammen die Wahrheit erkennen und den besten Vorbildern folgen, die es gibt. Jesus, Isa a.s., hat mit der Stirn auf dem Boden gebetet, wie Muslime das heutzutage tun. Er war ein Muslim, er hat sich Allah völlig hingegeben, so wie die Muslime das heutzutage tun. Also denke gut darüber nach und hinterfrage deinen Glauben, ob du im Moment auf der Wahrheit bist oder auf der Falschheit. Denn am jüngsten Tag wird es nur Verlierer oder Gewinner geben. Es werden einzig und alleine wahrlich nur Muslime in das Paradies kommen. Deswegen strenge dich an, setze dich mit dem Sinn des Lebens auseinander und fange an, den Koran zu lesen. Denn dieses Buch ist die Rechtleitung für die Menschen. Und wenn wir uns an dem festhalten werden, dann werden wir insha'Allah zu den Gewinnern gehören. Meine lieben Geschwister, das war's wieder mal von meiner Seite und ich verabschiede mich hiermit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.